Herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt namens Modern Warfare 2 von Call of Duty natürlich. Ja, das ist mein erstes Projekt, nachdem ich neues Internet habe, nach den zweimonatigen eigentlichen Pause, was ich eigentlich nicht wollte. Naja, Portal 2 ist beendet, nur die Koop läuft noch derzeit. Und deshalb muss ich ein neues Projekt auch machen, sonst ist ja langweilig. So, fangen wir direkt mal an. Yes. Und ich bin jetzt mal leise. Bis gleich. Der Frischling, Sir. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Zakayev. Imran Zakayev. Mein Blut an ihren Händen. Delta 1 Extreme, wir haben einen Raketenstart. Wiederhole, wir haben einen Raketen. Tut mir leid, Leute, wenn ich gerade desto mehr bleibt, ich weiß nicht warum. Grenzen ändern sich, neue aber ich will es ja auch nicht wegmachen. Aber Macht findet immer einen. Aber es probiert eigentlich nicht mehr. Bis gleich. Wir haben mit den Russen gekämpft und geblutet. War eigentlich klar, dass sie uns dafür hassen. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben und ich dachte, wie wären das? Schaltet man einen Feind aus, finden sie einen noch schlimmeren Ersatz. Orte ändern sich. Der Grund, das Ziel. Feinde von gestern sind die Rekruten von heute. Beten wir, dass sie sich nicht plötzlich entscheiden, dich zu hassen und die Seite zu wechseln. So. Das kann ich mal ein bisschen reden. Ich habe was vergessen. Jeden Tag die alte Leier. Sie wissen, was ich suche, Sergeant Foley. Halten Sie die Augen offen. Eine neue Gruppe geht durch die Grube, Sir. Ich schicke Ihnen den Besten. Jetzt kann ich ein bisschen reden. Bevor wir das machen, muss ich erst eine Option was ändern. Sound war das hier, Untertitel. So, machen wir die Untertitel mal an. Man kann immer sagen, dass es zu laut ist und ihr das dann nicht versteht. Deswegen. Ja. Willkommen zu Abdrücken für Anfänger. Private Allen. Oh, hab's glaube ich nicht übernommen. Doch, Untertitel aktiv. Gibt uns jetzt eine kleine Vorführung. Ach. Zeigt uns, wie das gemacht wird. Nicht so ungut. Aber ich sehe schon jede Menge Leute. Moment, ich verstehe ja kaum die Sprecher selber. Aber kann ich nicht einstellen. Tut mir leid, ist schon wirklich laut. Seht ihr da? Aus der Hüfte feuern und ziellos um sich ballern. So verfehlt man nicht nur sämtliche Ziele, sondern das sieht auch scheiße aus. Private Allen, zeigen Sie ihnen, wovon ich rede.
Umdrehen und auf die Ziele feuern. Gesehen? Seine Kugeln sind in alle Himmelsrichtungen geflogen. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Private Allen, zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Okay. Los, zeig her. Zielvorrichtung anvisieren. Ducken und die Zielvorrichtung benutzen. Er ist nicht dabei. Wenn das Ziel fallen soll, muss man die Zielvorrichtung benutzen. Wenn sich das Ziel hinter leichter Deckung befindet, benötigt man Waffen, Hallo. Die durch sie das Ziel treffen. Der Private wird das demonstrieren. Zu guter Letzt muss man lernen, wie man eine Splittergranate wirft. Private, nehmen Sie sich Splittergranaten vom Tisch. Mit einer Granate kann man gleich mehrere Ziele ausschalten. User in your channel timed out. Ja, ich bin nebenbei noch ein bisschen Teamspeak, wie ihr gerade gehört habt. Aber ich bin da stumm geschaltet und weiter. Gut, danke für die Hilfe, Private Allen. Kein Problem. General Shepard will sehen, wie sie den Kurs bestehen. Okay, gehen wir mal zu ihm. Ey, ich will auch was spielen. Naja, du hast schon. Man geht leider nicht. Schade, schade, schade. Was macht ihr denn da? Hey, du da. Was machst du da? Chillen? Um ihre Ziele zu sehen. Ja, okay, gut. Naja, gehen wir mal runter. Pit Library. Okay. Hey Private, willkommen in der Grube. Ich habe gehört, General Shepard will einen Schützen aus unserer Einheit für einen Spezialeinsatz. Er beobachtet uns von oben. Tun Sie mir einen Gefallen, benutzen Sie die Pistole. Gesehen, wie schnell das ging? Nicht vergessen, zur Pistole zu wechseln ist schneller als nachlassen. Für die Kameras lächeln und treffen. Der beste Schütze kommt in den Primadonna-Trott. Wenn das was für Sie ist. Okay, gehen Sie rein. Die Zeit beginnt mit dem ersten Ziel. Okay, das ist mehr Magazin. Welches ist das? Nicht, die ist das besser. Gehen. Pistole. Die Rangers können eigentlich alles, was die Deltas auch können. Okay. Schlechteres gesehen. Aber das geht besser. Lauf zu Ihrem Team oder gehen Sie wieder rein und wiederholen Sie den Kurs. Salat, wollte ich so nehmen. Alle Halter für die Fahrzeuge. Wir rücken ab. Was ist denn jetzt los? Oh. Alle Mann in die Fahrzeuge. Wir rücken ab. Oh. Also was gerade nicht Tolles passiert. Oder doch? Wer weiß. Ranger. Mal gucken, was er uns jetzt erzählt hier. Ich bin wieder allein. Wir sind die mächtigste Militärmacht in der Geschichte der Menschheit. Jeder Kampf gehört uns. Weil das, was hier passiert, drüben zählt. Wir werden das nicht aussitzen. Die Beherrschung der Techniken moderner Kriegsführung macht den Unterschied zwischen Gedeih und Verderben eures Volkes. Wir können euch keinen Frieden geben. Aber wir können euch zeigen, wie ihr ihn herbeiführt. Und das, meine Freunde, ist mehr wert als eine ganze Armee aus Stahl.
Sicher ist es wichtig, wer die größte Keule hat, aber viel wichtiger ist es, wer sie schwingt. Dies ist eine Zeit für Helden, eine Zeit für Legenden. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. An die Arbeit. Ja, der gute alte Shepard ist wieder da. Natürlich, gehört ja auch nämlich dazu, so eine Waffe überhaupt zu kaufen, finde ich. Aber es geht ja nicht einmal. Stopp, an dieser Stelle ist es vorbei für den ersten Part. Ja, Leute, es ist relativ top, kurz gewesen, wo viel Vorspann war, aber viel in-game war jetzt nicht so gesehen. Naja, wir sehen uns beim zweiten Part. Danke fürs Zusehen, euer Colonel P. Haut da rein.